Willkommen bei Fette fressen ungesundet. Oder Zoom-Garage. Es ist alles eins. Wir haben ein Paket bekommen. Von unserem Kunden, der den schwarzen AX7 gekauft hat, Timothy. Und das ist jetzt da. Und ich freue mich. Und ich kann an deinen sabbernden Mundwinkeln sehen, dass du dich auch freust. Deswegen will ich gar nicht lange darauf warten. Und erstmal vielen Dank. Ich werde mich wahrscheinlich noch währenddessen 100 Mal bedanken. Wie immer. Ich kann auf jeden Fall entnehmen, dass der Zoll das Paket aufgemacht hat. Und den 100.000 Aufklebern hier dran. Die wollten wahrscheinlich auch mal gucken. Schweine, die haben schon alles aufgefressen, kannst du wissen. In dem Fall Zöllner fressen Ungesundes. Ich öffne es. Aber das wird wohl noch nicht reichen. Die haben nämlich einmal drum rumgeklebt, wie die bekloppt. Nee. Alter! Ich habe nicht mal reingeguckt. Ja, die gewohnte Klappe. Das ist ein großes sogar, ne? Sehe ich Ja. gerade. Ja. Alter Schwede. Das wird immer verrückter. Ich klappe es auf. Ja, bitte. Das sieht schon mal sehr gut aus. Sieht richtig gut aus. Muss nur gucken, dass es offen bleibt. Bleibt. Wir haben einen Brief. Hi Jungs, ich kann von euch echt nicht ge. Ich habe mich schon verlesen direkt. Nochmal. Hi Jungs, ich kann euch echt nicht genug danken. Ich freue mich so riesig auf den neuen Wagen. Macht weiter so und bleibt wie ihr seid. PS, Grüße gehen raus an Wankel 2Z Garage. Ich bin ja nicht so weit weg, also vielleicht sieht man sich mal. Oh. PG63 20 RW26 Bergpass Impfpass. Scheiße, jetzt bin ich raus. Was, Impfpass oder Impfung einfach nur? Essigsocken, Impfstoff. Impfstoff, Essigsocken, Bergpass, habe ich schon gesagt. 2Z hatten wir auch schon. Es wird langsam echt viel zu lang, Alter. Ja. Oder wir sollten es wirklich skripten. Daniel wollte sich ja mal einen Crown kaufen, einfach mal. Vielleicht kommt er dann noch dazu. Ah. Hier wird nichts gescriptet. Script, script, script. Lovely script. Ja, Zettel. Haben wir wieder einen für unsere Zettelsammlung. Ja, den nur noch Hast du fort. letztes Mal schon gefilmt, dass ein Chaozu die Briefe festhält? Sag mal, das ist so unglaublich geil. Ich war jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Ja. Kommen wir zum wichtigen Thema. Fange ich denn hier an? Getreidebiskuit mit Milchschokolade. Das klingt gut. Das klingt echt gut, ja. Das sieht auch verdammt lecker aus. Aus der Schweiz ist das tatsächlich. Kann es eigentlich auch nur geil sein. Jetzt geht schon wieder die Zankerei los. Ohne Worte weiß ich das schon. Oh Mann. Das müssen wir uns auf jeden Fall teilen, weil ich hab da Bock drauf und du wahrscheinlich auch. Branche Praline. Branche Praline. Schweizer Dingens. Alter, die Schweine beim Zoll haben das aufgemacht und gefressen. Ich schwör's dir. Es sieht so aus. Nee, wahrscheinlich ist es beim Öffnen aufgegangen, weil die sehr ungestüm waren oder so. Oder ich jetzt. Nee, egal, ich fress es trotzdem. Das wollen nicht die Zöllner glauben lassen. Meinst du dafür? Ey, ist nur ein Scheiß. Wenn man jetzt so guckt, sieht das wirklich so aus, als ob da zwei fehlen. Alter, diese Bastarde. Nein, glaube ich nicht. Will ich nicht glauben, glaube ich nicht dran. Ja, ich hätte das jetzt Memo gegeben. Und das sieht aus wie Nuss. Das gefällt ja allen dort in dem Haushalt.
Aber da es offen ist, möchte ich Ihnen das eigentlich nicht geben. Dann nehme ich das, wenn da Nuss drin ist. Ja, guck mal, das sieht nach Nuss aus. Aber ich würde gerne eins probieren, bevor du es dir einverleibst, weil es sieht echt lecker aus. Ja, naja, was unbekannt ist, wird geteilt. Oh Gott, wir werden uns so streiten diesmal, Fritz. Eigentlich kann ich das auch alles für mich behalten und du guckst einfach zu, wie ich es esse. Okay. Hast du gerade okay gesagt? Dann rieche ich halt bloß kurzkettige Kohlenhydrate. Aber ich will kurzkettige Kohlenhydrate. Ganz genau. Mao Arm ist wieder dabei. Oh yeah. Geht immer. Das können wir uns wieder schön aufteilen, ne? Das können wir sogar wieder so machen, dass jeder. Obwohl ich wollte sogar. Ne, diesmal möchte ich nicht drauf verzichten. Letztes Mal habe ich schon verzichtet, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Und wer hat verzichtet? Ich glaube, ich war's. Ich habe dich und Memo das aufteilen lassen. Kann sein. Aber diesmal möchte ich auf jeden Fall. Das Wichtige für mich. Genau. Das sind sogar die Minis. Cool. Die kann man sich immer schön eine komplette Tüte direkt einverleihen, wenn man zum Beispiel vorm Rechner sitzt oder so. Das stimmt. Aber ich habe dir schon lange jetzt. Ich würde diesmal dir das sogar überlassen. Wir schauen erstmal, was dort noch. Nein. Ist. Schauen wir nicht. Nimm's einfach an. Okay. Nein. Aber ich würde es dir diesmal überlassen. Weil ich habe sonst immer die ganzen Knoppers komplett eingezogen. Oder wir geben es Memo, weil der mag das auch. Das Problem ist, ich mag die auch, aber ich würde auch mit Memo teilen. Ja, wir können es ja aufteilen. Das geht ja auch. Wir machen zwei lustige Wundertüten und dann... Genau. Goldgarn haben wir. Wir haben zweimal Goldgarn, dann gibt es schon mal keinen Streit. Nee, warte mal, das sind Saftgoldgarn. Geil. Das sind die Saftdinger. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen hier irgendwie Stapel machen. Also, das ist... Oh, warte, ich muss mal die Pullen hier wegnehmen. Das ist, ich sag mal, wahrscheinlich für hier. Das packe ich jetzt einfach mal zu deinem Stapel, obwohl wir den ja noch teilen. Das wird alles ganz schön kompliziert gerade. Ich mache jetzt einfach alles hier drüben, was wir noch klären müssen. Und meins mache ich schon mal hier hin. Okay. Da es zwei Tüten sind, ist es ja recht einfach. Kochen sind auch zweimal. Mhm. Die gehen auch immer. Haribo geht sowieso immer. Ist so. Haben wir das schon mal im Video gehabt, dass die hier super teuer sind? Ich glaube schon, ja. Ja. Jetzt muss ich mal kurz meine Brille sauber machen. Denn durch diese helle Fensterwand hinter dir sehe ich fast gar nichts. Besser. Jetzt hast du den Durchblick. Cola-Flaschen. Zweimal Cola-Flaschen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde sie abgeben, aber ich kann das einfach nicht. Was hat's? Aber die kann ich abgeben, weil ich glaube, das ist sauer, ne? Ich weiß nicht, ob die sauer sind. Trolli-Apfelringe, sind die sauer? Oder ist es einfach nur süßes Zucker zum Zucker noch drauf? Ich passe sie einfach mal auf euren Stapel. Hier haben wir ja einzelne Riegel. Vegane Schokolade mit Orange. Tschüss, deiner. Ich mag auch keine Früchte in. Obwohl. Das ist aber Schweizer, ne? Das ist ja nur schon mal ein anderes Level. Und ohne Orangenöl. Und ohne Milch. Glutenfrei. Weniger Zucker. Du bist doch hier auf deinem Diät-Trip. Isst den jetzt. Ja, aber von vegan schrumpft der Bizeps. Isst den jetzt. Na, so ein bisschen pervers müsste schon sein als Veganer. Alter. Ein Riesenpaket Kinderriegel. Das sieht gut aus. Das packe ich auf meine Seite. Nicht weil ich ein Arschloch bin, sondern weil hier. Das ist Duplo, das ist kein Kinderriegel. Das ist auch offen. Diese Hurensöhne, Alter. Nein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es durch hin und her und tralala und. Das sieht mir auch eher nach Feuchtigkeit auf und nicht nach Aufreißen, tatsächlich. Oder nach Druck. Weil wer reißt es auf und kann das heile lassen? Also ich könnte es nicht. Gut, also müssen wir die Kinderriegel teilen, nehme ich mal an. Ja. Das sticht ins Herz. Dann müssen wir die Duplos auch teilen. Nein, ist ja... Nein, müssen wir nicht. Oh Gott, Schokobons. Jetzt wird's kritisch. Alter, dieses Paket ist mega geil. Also da kommen wir jetzt dazu, dass ich mich zwischendurch 100-mal bedanken werde. Jedes Paket an sich ist geil. Ja. Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Jedes ist geil. Auf seine Art zum Beispiel, das mit dem Leberkäse war eine übelst geile Aktion. Ja.
Auch wenn ich dich da leider nicht mit einbezogen habe. Na, ich, habe ich das im Video erwähnt schon? Weiß ich nicht, aber ich durfte immerhin noch mal an der Dose riechen. Ja, nachdem Fritz eine Mission hatte, stand das hier die ganze Zeit rum und ich konnte einfach nicht mich beherrschen und habe die ganze Dose aufgefressen. Innerhalb von 10 Minuten. Jedenfalls, als du wiederkamst, war die Dose leer. Und es hat mir echt leid getan. Deswegen, also, sorry nochmal dafür. Ich hab's Nein, überlegt. Also jedes Paket ist ultra geil. Und es kommt einem immer nur so vor, dass jedes Paket, was kommt, das geilste ist, aber jedes Paket an sich ist geil. Man freut sich halt bloß immer, weil das gibt es hier alles einfach nicht. Also doch, genau diese gibt es hier auch. Zahlst du 10 Euro für ungefähr. Ja. Ist das die Tüte sogar mit den 100? Oh, wie steht denn das hier? Nee, die ist sogar ein bisschen größer noch. 10 Euro. Deswegen freuen wir uns halt jedes Mal so drüber, als ob es das geilste Paket ist, was wir uns bekommen haben. Aber es soll nicht heißen, dass die anderen scheiße sind, sondern wir freuen uns wirklich über jedes. Ist so. Und wir machen dann, also ich hatte die Idee mit Fette fressen und Ungesundes an sich nur, um den Leuten zumindest ein bisschen, sag mal, Unterhaltung zurückzugeben. Wenn die uns schon von sich aus so ein Paket machen. Ich weiß, von diesem hier zum Beispiel, er freut sich einfach mega über das Auto, nachdem er seine ganzen Fotos und Videos da gekriegt hat von uns, hat er gesagt, ich mache euch auf jeden Fall ein Paket, weil er jetzt schon so super zufrieden ist und ja, das versuche ich dann hiermit zurückzugeben. Ich weiß nicht, wie belustigend das wirklich ist, wenn wir hier sitzen und uns einen abfreuen. Hauptsächlich sieht man ja mich, die sieht man ja immer nicht, die hört man immer nur im Hintergrund. Aber ja, Fette fressen Ungesundes. Genau. Hier ist übrigens noch eine zweite Ladung mal am. Also können wir das wirklich schön aufteilen. Pickup, auch in Miniform. Das kenne ich noch gar nicht tatsächlich. Kennst du das in klein? Ich habe davon gehört. Das Gute bei diesen Minis ist, wir können diese ganzen Dinger wirklich gut aufteilen. Ja. Wir machen drei Tüten und dann geht immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das machen wir dann später noch. Genau. Deswegen haue ich das hier einfach jetzt alles mal so drauf und dann ist gut. Das, was wir gezeigt haben halt, ne? Das ist auch nochmal abverdient, hätten wir uns auch nicht streiten brauchen. Schokobons ist zweimal. Geil. Aber wie gesagt, das reichen wir Duplo zwei. Ich, und auch das ist offen tatsächlich. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Mm. Ich glaube, das ist der fehlende Riegel von dort. Und da der hier liegt und das Ding aber hier war, weißt du, dass sie das rausgerissen haben und einfach nur sinnlos und lieblos wieder reingeworfen. Ja, aber das auch die Schokobons und so, das teilen wir alles brüderlich auf, denke ich. Ja. Hier wird so Heavy Metal Musik unterlegen. Alter, wie du da drauf gierst, das ist unglaublich. Ja, ich will dich nur auf unseren exzessiven Schokobon-Konsum in der Fräse das hinweisen. Das warst du. Wir alle. Also ich kann keinen Platz in der Fräse auslassen, wo kein Riesenberg Schokobonpapier lag. Na? Noch ein Veganer, die Riegel? Ja. Na gut. Gib also mir. Ich muss sagen, ich würde den sogar mal probieren. Einfach mal, um zu wissen, wie das ist. Vegan? Eigentlich kann er ja nicht schlecht sein, weil er ist aus der Schweiz. Und bis auf Essigsocken habe ich noch nichts Schlechtes aus der Schweiz gehört. Ja, guck, hier ist der andere. Hier ist noch ein Riegel. Also es hat doch keiner was rausgefressen. Rocher! Rocher. Ich gebe mir die Kugel. Wusstest du, dass es eine recycelbare Box ist mit 40% weniger Plastik? Nein. Wow! Siehst du, hier lernt man sogar noch was. Was ist denn das dann? Ich weiß es nicht. Hier wird's voll. Ich hab eine Twitch-Benachrichtigung, ich glaube es. Ach ne, ich dachte schon, dass Steven gerade streamt, weil er manchmal hat er Schlafprobleme und dann sagt er, ach, ich stream jetzt. Oder er hat es überlegt und ich habe dann gesagt, mach es wirklich. Er hat gesagt, wer soll denn um die Uhrzeit zugucken? Ich so, mach's doch einfach mal.
gibt vielleicht noch andere Leute, die nicht schlafen können. Und dann hat er tatsächlich, oder Nachtschicht und rumsitzen, ja. Und dann hat er tatsächlich den Stream angeschmissen, das war gestern erst oder so, und er hat direkt einen neuen Follower gekriegt. Ja, hier, fragt mich, ich bringe euch voran. Kannst ja selber bald anfangen zu streamen. Ach, wer soll sich das denn angucken, wenn ich bei Twitch streame? Leibniz Schoko Vollkornkeks. Die sind echt gut, ich mag die. Moment. Schoko-Vollkorn-Keks. Ich mag die wirklich. Also Leibniz-Kekse sind ja allgemein. Kennst du noch früher, wo wir klein waren? Diese Leibniz-Zoo? Ja. Ich glaube, die gibt es heute noch, oder? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, aber ich weiß noch, als Kind fand ich die übelst. Ich weiß warum, es sind ja eigentlich nur Kekse, die wie Tiere aussehen. Und ich glaube, es waren sogar Dinos dazwischen. Was haben wir die Zoo, oder es war eine Extraserie? Aber ich weiß noch, dass ich die als Kind sehr gern mochte und dass ich noch in Erinnerung habe, dass die richtig lecker waren. Ja, gehe ich mit. Jetzt kommt etwas, wo ich schon die ganze Zeit drauf gestiert habe. Weil das kenne ich, A, kenne ich das noch nicht. B, sieht es allerdings aus wie Kinder Bueno. Mhm. Duplo. Schocknut. Das sieht für mich nach Bueno aus. Die sind echt lecker, die Dinger. Ach, die kennst du schon, ja? Ich kenne die, ja. Ich kenne die nicht, na, dann brauchst du sie ja nicht. Was denn? Was denn zwei? Ja, ich bin ja auch fett für zwei. Ich doch auch. Nicht mehr. Verräter. Ja, also Fritz ist auf Diät-Trip und hat wie viel Kilo schon verloren? 30? 40. 40 Kilo verloren? Ja. Krass. Deswegen ist er nicht mal mein fetten Freund. Das heißt, ich bin einsam. Das heißt, wenn ihr fett seid und irgendwie so eine Dinge macht, bewerbt euch, dann tausche ich euch aus. Dann schicke ich Fritz nach Deutschland zurück und hol mir den nächsten Fettsack her. Voraussetzung ist, ihr müsst fett sein. Ja, das ist die einzige Voraussetzung. Das muss ja zum Logo der Firma passen. Noch bin ich fett. Ich habe noch 120. Das ist heutzutage nicht mehr fett. Ui. Das sieht aus wie... Also bei uns im Osten gab es Yes Torti. Stimmt. Falls du dich erinnerst. Und ich finde, das sieht verdammt... Ah nee. Das ist Waffel. Das ist ein Riegel, Waffelriegel, ja, wie es halt auch draufsteht. Glück ist ein Kegi. Seit 1934 duftet es in unserer Manufaktur nach köstlicher Schokolade. Und knusprig gebackenen Waffeln. In Verbindung mit der cremigen Mousse-Füllung kreieren unsere Chocolatiers und Patissiers einen einzigartigen Genuss, der bis heute aus der Schweiz heraus die ganze Welt begeistert. Und jetzt auch Japan. Mal gut, dass ich das zum ersten Mal sehe. Ja. Aber diese Art von Riegel, die kennt man auf jeden Fall. Mit Liebe hergestellt im Schweizer Toggenburg. Macht glücklich seit 1934. Nein, Fritz. Wir werden keine politisch unkorrekten Witze geben. Jedenfalls nicht vor der Kamera. Ja. Zwei haben wir davon. Doppeltes Glück. Wie doppeltes Zeichen? Nein. Nein! Man gut, dass wir weit weg von deutschen Zensur sind. Sonst wären wir wahrscheinlich gestrikt schon bei YouTube. Alter, wie viel Riegel hat der hier reingeschmissen? Das sieht sehr teuer aus. Nozette. Das sieht sehr geil aus. Ja. Ey, das sieht ja aus wie Basalt Blue, jetzt mal ohne Witz. Stimmt. Das sieht aus wie Basalt Green. Wir sagten, dass es Basalt kein Green gibt. Richtig. Auch die Verpackung, fass dich mal an, das fühlt sich total hochwertig an. Auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ich hoffe, der hat sich da nicht in Unkosten gestürzt. Ich meine, dass, wenn das hochrechnet sind, das ist schon einiges. Ja. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht irgendwie, weiß ich nicht.
Ich fühle mich immer schlecht, weil wir schicken ja irgendwie auch nichts so wirklich zurück und ich weiß, sie machen es als Dankbarkeit und ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ich bin ja sowieso immer so ein bisschen komisch. Der Klassiker. Die gute alte Toblerone. Ja, vor allem zeige ich so, dass ich das Logo sehe. Toblerone kannst du sehen. Oh. Von Mondelez. Da fällt mir immer dieses Meme ein, im Toblerone-Land mit dieser dreckigen Bahn und dreckig und das ist schon lustig. Das tut immer so weh beim Essen. Ja. Geht dir das auch so? Ja. Es ist unglaublich lecker, aber diese Dreieckshorn, die macht mein Maul kaputt. Dann schiebst du jetzt so rein. Das ist wie die Situation tot durch Snoo-Snoo. Der Weibjuter verurteilt diese Männer zum Tode! Durch Snoo-Snoo! Ja! Hey, bist du schwul? Ein lachendes, ein weinendes Auge. Meinst du das? Obwohl, sogar das mit den Negerkuss-Schnaps hat Hafen-Tobi ja erkannt. Und also er wird es auf jeden Fall wissen, worauf du anspielst. Möchte ich dir das zeigen oder möchte ich dir nicht zeigen? Mm. Salzbrezeln. Und ich kann jetzt schon sagen, was mit meiner Packung davon passiert, die werde ich in eins direkt auffressen. Innerhalb von 2 Minuten. Wenn das reicht. Heute noch. Während ich arbeite. Versprochen. Und deine Packung gleich mit. Und dann haben wir noch Käsestangen. Auch okay. Sehr geil. Okay, das ist ja dein Steckenpferd. Magst du die nicht? Doch. Aber ich weiß, wie du in der Fräse immer nach Vernichtung gerufen hast und deswegen würde ich mir dir meine sogar überlassen. Nee, alles gut, Fritz. Wir können uns das hier alles schön aufteilen. Das ist gar kein Problem. Mein typischer Kopf in den Karton reinstecken. Es ist nichts mehr drin. Soll ja auch ausreichend, würde ich sagen. Das ist ein ordentlicher Berg. Alter Schwede, ey, richtig krass. Das hat ganz schön gefühlt lange gedauert. Ja. Wie viele Minuten sind wir jetzt schon, Fritz? So über 20. Ach du Scheiße, ey. Ja, dann ist es eine reine Fett- und Fressen-Ungesundes-Folge. Die Leute haben sich das gewünscht, wir haben geliefert. Und Timothy hat auch geliefert. Ja. Schönen Dank dafür nochmal. Wirklich, tausend Dank. Es ist, ich versuche mal einen Vergleich zu finden, dass die Leute verstehen, wie das ist. Weil, wenn ich früher mal so YouTube-Videos gesehen habe oder so von Auswanderern, weil mich hat das Thema schon immer interessiert, das weißt du ja, habe ich immer gesehen, wenn die so Pakete aus Deutschland bekommen haben, warum lassen die sich zum Beispiel Käse schicken oder warum lassen die sich Kinderschokolade schicken oder sowas, weißt du? Jetzt nicht in Amerika, da kriegst du ja auch jeden Scheiß, aber wenn du so in Ländern bist, in asiatischen Ländern zum Beispiel, da wird es schon schwieriger. Selbst das, es gibt hier Nutella zu kaufen, als Beispiel, ja. Aber es schmeckt nicht wie das Deutsche. Das ist richtig. Und ich habe das nie verstanden, dass Leute immer sich sowas haben schicken lassen und dann fast geheult haben vor Freude, ja. Aber jetzt, wo ich in derselben Situation bin, im Endeffekt, kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Deswegen versuche ich immer, einen Vergleich zu finden, wie man das Leuten gleichsetzen kann. Das Autohobby. Und die meisten Follower von uns, würde ich sagen, interessieren sich für Autos und haben selber eins in der gerade stehen. Ihr habt ein Teil, was ihr ewig lange, worauf ihr ewig lange schon geiert, ihr habt es dann bestellt und ihr wartet da 100 Jahre drauf. Oder aufs Auto selber. Haben wir ja aktuelles Beispiel auch ganz gut. Ja. Und dann ist es, nee, das ist auch, das ist eine einmalige Sache, das ist auch blöd irgendwie. Es ist schwierig, ja. Es ist wirklich schwierig, einen Vergleich zu finden. Ich fand den Teilevergleich eigentlich nicht schlecht. Ich sag mal so mit Ersatzteile. In Deutschland kriegt man halt Opel-Ersatzteile hinterher geschmissen, aber für einen Skyline... Du bist jetzt gerade auf Opel. Ich bin selber ein gefahren, deswegen Opel. Ja, aber... Ja, okay. Ist ein Opel. Und kriegt aber kaum Teile für einen Skyline. Deswegen freut man sich, wenn man Skyline-Teile findet, aber halt Opel-Teile nicht braucht. Der Vergleich hinkt doch. Ja. Das ist gerade voll verfahren irgendwie. Ja.
Gut, also, ich sag, oder ich hab was. Ihr wart irgendwo im Urlaub und habt da irgendwas gegessen, was ihr in Deutschland nicht kaufen könnt. Oder was es schwer zu finden gibt oder so gut wie gar nicht, oder ihr müsst es bestellen oder über Umwege schicken lassen. Und dann geht ihr durch Zufall in den Laden und findet genau das. Das ist auch ein blödes Ziel. Weil es ist so viel mehr, das ist auch Kindheit gleichzeitig, ne? Ja, das ist. Lassen wir den Scheißvergleich, wir freuen uns einfach tierisch darüber, dass man sogar ein Tränchen vergießen könnte, manchmal. Auch, dass uns wirklich Kunden von uns, Fans, Freunde, wie auch immer man das nennen möchte, ist ja irgendwo alles ein Mischmasch in der Mitte dann, dass sie uns wirklich sowas zukommen lassen wie, das waren noch locker fast 100 Euro, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Mit ja. Versand mehr noch. Ja. Ich. Das muss man auch erstmal machen, ja. Ich meine, ich. Es ist super nett, also. Ist so. Und ich freue mich darüber, deswegen machen wir auch dieses fette Fressen Ungesundes. Und ich hoffe, es macht euch wenigstens auch ein bisschen Spaß. Und mir hauptsächlich, verzieht man ja immer nicht, da versteckt sich ja immer, feiges Schwein. Zuzugucken, wie wir uns hier ergötzen daran, vielleicht noch so Side-Stories dazu erzählen. Und ja, beim nächsten Video kommt auf jeden Fall wieder was mit Auto. Soll ich das auch schon teasern oder ist es ein Geheimnis? Auf jeden Fall hat es 4 Türen. Ja. Und ist groß. Oh ja. Das reicht. Erstmal. Und ist schwarz. Das reicht. Und dann sind wir auch wieder beim normalen Content. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fette Fressen Unsinn. Wir ziehen das auf jeden Fall noch durch mit, dass Fritz sich hier irgendwelche Scheiße reinpfeifen muss. Meine lustige, schöne, leckere Sachen. Nein, wir holen auch Süßigkeiten ganz normal und testen die für euch quasi. Oder essen die einfach, weil wir kennen ja auch vieles schon. Das machen wir auf jeden Fall noch, jetzt nicht beim nächsten Video gleich, weil das wäre sonst zu viel fette Fressen und Unsinn hintereinander. Ja. Aber das kommt, das ist geplant, das haben wir aus dem einen Kommentar gezogen. Manu hieß der gute Mann. Vielen Dank für deine Idee. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal diesen Haufen hier durchsortieren. Wahrscheinlich das eine oder andere schon vernichten. Mhm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Sumo-Team.